Willkommen bei dieser spannenden und nicht ganz so frustrierenden Schießeinlage. Die haben hier alle Copperhead, aber wir benutzen weiter unsere Special-Waffe. Und die finde ich gerade auch zu gut. Deswegen bleiben wir auch dabei. Okay, jetzt geht's gleich hier weiter. Seid bereit! Auf geht's! Shit. Jawohl. Well, for once I appreciate Avery's exploding mummies. Let's go get those flares. Good idea. Okay. Sehr schön. The mouths that spoke ill of me. Oh Gott, to see this guy's Christmas tree. Yeah. I don't see any footprints. We must be on a different route than the others. All right, let's see if we can catch up. Du verdammter Penner, warum hast du mir keine Waffe da gelassen? Das scheint Frauen zu sein. Irgendwie scheint es Frauen zu sein. Ich find's auch gut mit der Lichtstimmung hier. Die ändert sich ständig. Ja, two men versus Avery's. Auch hier unten. Also. Na, viel Munition haben wir nicht, aber besser das als gar nichts. So viele Tote schon hier wieder. Diese unendlichen Kämpfe. Hier eine Axt hineingetrieben in den Leib. Ich find's ein bisschen schade, dass alle von den Kapitänen tot sind. So schnell vor allem. Die wurden alle vergiftet. Alle 9. Oder 10. Ich weiß nicht, ob der eine, den wir dann auf dem Sofa gefunden haben, ob der auch zu denen gehört oder nicht. Weiß ich nicht. Kann gut sein. Wir haben auf jeden Fall da eine Tür gefunden. Ich guck mal kurz noch, was wir hier sehen, finden, haben. Okay, hier ist was eingestürzt. Aber das sind auch nur alles so Piratenleute. Also eine Tür haben wir gefunden. Mal gucken, ob wir noch was finden. Das sieht immer alles aus wie so ein Altar. So was in der Art, wo sie die Leute dann, also Opferaltarmäßig umgebracht haben. Hier geht's nicht weiter. Und ja, jetzt haben wir die komplette Tour gemacht. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Zu diesem Tor. Ja, wichtig, dass wir uns nochmal umgeschaut haben. Schade, dass wir nichts gefunden haben. Ich finde das gerade sehr schade, dass wir nichts mehr gefunden finden hier gerade. Bietet sich eigentlich an, in die Sicht zu kommen, aber. Sorry. Oh, hello. Ein Schlüssel und ein Brief. Können wir den. What's that note? Oh, right. Lesen wir das. It's from two to his men. Darf ich bitte? Lieutenant Barton. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. We can use the key to get out of here. That's good. Na, warte doch mal. Wenn wir zulassen, dass er dieses Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen seiner Tunnel. Aber seid achtsam, Lieutenant. Er wird zweifelsohne erwarten, dass wir ihm folgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihm den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns einen Sieg erwehrt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln mit dem Schatz in unserem Besitz, dem Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück, Captain Thomas Tew. Das ist alles eine Lüge, der wird die wahrscheinlich auch alle umbringen, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Ich traue diesen ganzen Leuten nicht. Oh, was haben wir denn hier? There's some symbols on the back. Well, let's go find a keyhole. Tod denen, die vom Weg abkommen. Wir haben Averys Zeichen da oben. Und das ist ein Todeskopf.
Dann haben wir da ein Schiff mit zwei Totenköpfen oben und dann haben wir nur noch einen freien Weg. Mit dem, der links oben ist. Was die Köpfe angeht. Können wir die Truhe nicht öffnen? Nein. Aber wir können uns sicher gehen. Oh Gott. Ich hoffe, dass die Magnesiumfackeln nicht hier irgendwelche Explosionen auslösen. Wenn das die Heilige Maria ist, dann kann sie gar nicht hingucken. Bei all den Morden, die begangen sind. Es ist irgendwie vielsagend, dieses Bild. Okay. Kann mir das mal jemand erklären? Ich habe das immer noch nicht begriffen. Wir haben hier dieses Kreuz mit den geschlossenen Augen. Ich weiß nicht, wie er das gerade macht mit der Fackel. Hat er sie vielleicht gerade in seinem Mund? Dreh mal um. Wir haben das doch gar nicht. Ich versteh's nicht. Ich verstehe nicht, wie sich das auslöst. Wodurch sich das auslöst hier. Vor die Körperteile, die da noch mit rausfliegen. Ist schon eklig. Da haben wir einen Haufen gar nichts. Ey, wir kriegen alle hier noch eine Staubverletzung. Eine Staubvergiftung, wollte ich sagen. Ich sehe es wirklich nicht. Ich sehe nicht, worauf ich trete. Ich muss das dann... Wenn ich mal die Zeit habe, muss ich das mir mal angucken. Um herauszufinden, was... Explode now? Huh? No? How about you? This guy had some serious trust issues. Ja, bei so viel explodierendem Scheiß. Ist das doch wohl nicht verwunderlich, oder? Elena? Huh? Wow. Oh God, oh God, oh God! Done. Nice moves. Thank you. Ich will gar nicht wissen, mit was das hier alles gefüllt ist. Sorry. Toll, jetzt springen sie gegeneinander. Bang. Gut, dass es nicht passiert ist, dass hier alles explodiert wäre. Das wäre echt bedauerlich. So, wir wollen flüchten. Springen gegeneinander, fallen beide hin tot. Schick gemacht. Sehr schick. Okay, wir konnten nicht darüber springen. Ich dachte aber, stimmt, wir können ja auch nicht aus der Hocke rausspringen. Was haben wir denn hier? Not quite as creepy as all the hanging bones. Still, it's a little creepy. Yeah, maybe 3 out of 10, though. I'd say 4. Really, 4? Mhm. Schon wieder diese... Bewertungen gab es schon im zweiten Teil. Das sind einfach nur Galionsfiguren. Meerjungfrauen. Brüste aus Stein. Breasts of Stone. Wie gewöhnlich gehen wir den linken Weg entlang. Oh, seht mal. Was haben wir denn hier? Ein Schatz. Seit Ewigkeiten haben wir mal wieder einen gefunden. Und wir haben tatsächlich irgendwo einen übersehen. Dekorativer Mogulknüppel. Ja, damit macht es dann auch Spaß zuzuschlagen. Das ist dann ästhetisch wertvoll, wenn man damit jemandem die Birne zerklopft. Dann spritzt das Blut auch viel schöner. Ein bisschen grotesk, das Ganze. Hier noch ein paar Tote. Tja,
Also wie gesagt, ist ein bisschen schwer jetzt hier wirklich alles zu finden. Egal, hier geht's gar nicht darum. Hier geht's um die Tiefen. Yeah, we're definitely descending. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hier, wo all die ganzen Leute durchgedreht sind. Okay. Aha, jetzt verstehe ich. Yeah, no footprints to guide us. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Wir haben hier diese Symbole. Die wie... eigentlich müsste man sich das abzeichnen. Ich meine, okay, man kann hier auch ständig das wieder umdrehen. The symbols match the ones on those posts. Yep. Two showed his men how to get past the traps. Das heißt, die Totenköpfe stellen hoffentlich da, wo die Falle ist. Jetzt muss ich mir das nochmal kurz angucken. Also die Kreuze sind alles bis auf links oben. Avery's ist nur links unten, rechts unten. Und bei dem Schiff sind das die oberen zwei, die Segel quasi. Schiff, Segel und Avery in die Richtung, wo er guckt, unten. Und die Kreuze links oben. So. Hoffentlich kann ich mir das so merken. So, das können wir nicht. Da, wo er hinguckt, da ist eine Falle. Das heißt, wir können jetzt hier hin. Dahin. Da können wir nicht hin, weil die Segel da das beeinträchtigen. Geradeaus können wir. Okay, we're off to a good start. Follow my lead, okay? Just be careful. So, da könnten wir hin, aber das bringt uns nichts. Says the guy who set off every mummy bomb in this place. Well, hey. No, not a lot of experience with the mummy bombs. Thank you. So far, so good. Yeah, knock on wood. Better not. It might be rigged. Yeah. So, easy peasy. There. Made it. In your face, Avery. Ja, aber ohne diesen Hinweis hätten wir es echt schwer. Aber ganz ehrlich, ich würde dann einfach entweder Steine nebenwerfen oder auf die ganze Scheiße schießen. Es sei denn, würde alles kaputt gehen. Aber es ist immer noch besser, als dann auf irgendwas draufzutreten und in die Luft zu fliegen. Die mit ihren Druckplatten. Ich frag mich sowieso, wie die solche alten Druckplatten denn funktionieren dann überhaupt. Oh, Licht. That's our way out of here. Ja, einfach mal wegschmeißen, man weiß ja nicht, wo man... Okay, hallo! Oh, God, are those the rest of Two's men? Yeah, gotta be. We know Avery likes to make an example of his enemies. He definitely likes making exploding mummies. Yeah. Let's, tread carefully in here. Ich find's ja ganz komisch. Explodiert hier auch noch? Okay, nee. Ich find's ja ganz komisch, wie viele Leute die da hier hatten. Ich kann euch irgendwie nicht trauen, dass ihr nicht explodiert, meine Freunde. Ah, Sonnenlicht. Bisschen Wasser. Aber diese Sache stimmt total. Hier gibt's echt... Man sieht die nie was trinken oder essen. Und die sind Stunden unterwegs. Ja, ist zu. Aber wir haben einen Schlüssel. Keyhole? Key. Wait. It could be a trap. We really don't have much of a choice. Oh boy. So was macht das immer einfacher, wenn man keine Schwäche hat. I have a good feeling about this one. Hä? Yeah? Do it. Vielleicht hätte sie sich wenigstens in Sicherheit begeben können. Weil hinter uns wird alles explodieren. Bloß keine Witze machen. You see? Nope. Oh, cute. Well, at least we didn't get blown to bits. Oh, shit. You didn't bring a knife by any chance, did you? No. Oh, but that guy's got a sword. Here, help me swing this thing. Es ist aber niedlich, wie sie da in dem Netz sitzen. Auch wenn es gerade ein bisschen gefährlich ist. Müssen wir uns beeilen.
Jetzt aber, komm schon. Da, God damn it. Wir haben doch keine Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Und da unter uns wird es ein bisschen heiß. Ah, komm schon, Elena. Temple Run. Guck mal, wie bei Crash Bandicoot. Wie geil. Keep running! I'm right behind you! Nate! Move your ass! Let's go! Oh, Paul, aufs Gesicht gefallen. Thanks, Captain Avery. It's just like old times, huh? Lena? Lena? Hey! Hey! Lena, come on! Lena! My hero. Oh no, you didn't do that. No! That's not funny! Oh, you have done much worse. No. God, you gave me a goddamn heart attack. Oh. Let me listen. Sounds good to me. You realize we're now even for everything I've ever pulled, right? Yeah, like ever. No, not by a long shot. Gosh, you've got mud everywhere. Anyone ever tell you you have a funny idea of romantic? Yeah, I may have heard that somewhere before. Good talk. That's gotta be Sam. Come on. Bisschen Zeit für einen schönen Moment genommen. Finde ich aber sehr schön und wichtig. At least the gunfire means he's still alive. Nummer 20, kann entkommen. No escape. Is that a galleon? Yeah, sure looks like it. Das ist das Schiff von dem einäugigen Willy. Ganz bestimmt. Der einäugige Willy. Okay, ich glaube, da ins Wasser können wir nicht. Halt mich! Aber wie gesagt, ich fand das einen sehr schönen Moment. Ich mag ja die zwei sehr. Man kann die auch nur gerne haben. Die beiden. Die passen auch so schön zusammen. Oh, ist das schön. Moment. Wir sind von da runtergefallen. Aber wir kommen dann nicht hoch, oder? Oder kommen wir da hoch? Verdammt, wir kommen da nicht hoch. Nicht von der Seite scheinbar, aber irgendwie können wir da scheinbar hin. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber okay. Warum können wir hier rüberspringen? Ist hier irgendwas Besonderes? Außer eine coole Aussicht. Eine alte Galeone. Mit roten Segeln. Okay, von der anderen Seite werden wir wahrscheinlich mehr sehen können. Holy crap. It's a ship graveyard. Wow. Aber ich muss dazu sagen, es kommt mir immer alles so ein bisschen. Das erinnert mich jetzt dann wieder an Tomb Raider, an das neue. Also an die neue Lara Croft, an die neue Tomb Raider, an den ersten Teil mit dieser Insel im Teufelsdreieck, im japanischen Bermuda-Dreieck. Looks like we can get down this way. Yeah, looks safe. It's about as safe as anything on this island. Okay, da geht's weiter. Das, für was? Warum?
Könnte mir jemand den Sinn erklären, warum wir überhaupt hier hin sollten? Es macht für mich keinen Sinn. Überhaupt keinen. Jetzt können wir uns hier noch rüber schwingen. Mal gucken, ob hier noch was ist. Da ist aber nichts. Kleine Insel hier überschwungen. Kleine Insel, so einen kleinen Felspuppel. Hey, synchron! Oh, wie ein Pärchen das tut. Können wir auch übereinander klettern? peinlicher Moment. Die blockiert voll, wenn ich versuche, da auch weiter zu klettern. We're getting closer to them. Kommt das nicht von dem Fischfriedhof? Dann haben wir sogar noch eine Piratenflagge. Hier ist auch nichts. Enttäuschend. Bestimmt wieder ich am Übersehen von Sachen bin. Deswegen einen kleinen Blick wage ich hier. Können wir denn nicht rüber? Das Raufklettern. Immer das Raufklettern. So. Sam. He's surrounded. Yeah. Come on. We gotta go get him. Das machen wir, aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Cheerio und danke fürs Einschalten. Was? Bis zum nächsten Mal. Bye bye.